Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf diesem Channel. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Wir haben letztens auf Team Jagdnis, Exposed-Video von Jota, den schlechtesten Influencer, regiert. Schaut oben rechts gerne mal vorbei. Aber jetzt kommt ja so ein bisschen die Retourkutsche, Jotas Update, um genau zu sein. Der hat einen riesen Riesenkonter gebracht und wir gucken uns das Ganze mal an in seiner TJs Wochenshow. Ich bin mega gespannt, weil er nimmt auch ein paar TikTok-Hops, auf die ich auch, ja, da wo ich mir auch schon gedacht habe, das kann ich so mit rechten Dingen zugehen. Wir gucken uns das auf jeden Fall an, abonniert den Channel gerne, lasst gerne ein Däumchen oben da, schaut gerne auf Instagram und TikTok, unbedingt gerne TikTok vorbei. Links sind wir alle oben, rechts verlinkt und nach unten und los geht's. Morgens 9:30 in den Kinderzimmern Deutschlands. Das war Wodka! Na? Ich weiß, ich habe im letzten Video das hier gesagt. Ich will keineswegs zu einem Zerstörungs-YouTuber oder sowas hier auf diesem Kanal werden. Aber ich sag mal so, es muss vielleicht mal wieder die eine oder andere virtuelle Schelle verteilt werden. Dazu Scheiße, was ist passiert? Ich glaube, so einen Reaction-Train hatte ich auch noch nicht. War aber lustig auf jeden Fall. Ansonsten ganz kurz noch die Themen vom Video. Es geht heute auf jeden Fall noch kurz um Leo Mascher. Und es gibt ein kleines Update. Im Fall Jota. Aber jetzt erstmal. Let's go. Bin mega gespannt. Kennt ihr diese Super. TikToker hier? Jamo 3,5 Millionen Abonnenten und Firat 2,7 Millionen Abonnenten. Ja, ja, genau. Kennst du die? Naja. Natürlich. Diese TikToker sind bekannt dafür, sehr, 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 sehr viele Kommentare unter ihren Videos zu haben. Und ich sag mal so, jeder mit 3 Gehirnzellen ist halt der Meinung, dass die Kommentare gebottet haben, um sich halt künstlich in die Trends zu befördern. Zu diesen Vorwürfen, die natürlich auch in den Kommentaren stehen, hat einer von den beiden auch schon Stellung genommen. Statt zu sagen, zu den Vorwürfen, eigentlich nicht so. Ich verstehe die Leute so, nach einer Minute schon 100.000 Kommentare, 100.000 Likes, alles drum und dran. Boah, das Video natürlich. Boah. Aber mega das, was die Leute nicht wissen, ist, dass wir um 20 Uhr die Premiere schon begonnen haben, um 23 Uhr bis zur Premiere live waren auf TikTok gemeinsam und wir hatten über 30.000 Zuschauer durchgängig. Also grob gesagt, meint er halt, dass die Kommentare nicht gebottet sind. Aber Firat, ich habe eine Frage an dich. Warum lügst du? Oder hat sich deine Meinung einfach geändert, so wie Jamus meine zu Loredana? Tatsächlich Karten. Loredana feier ich nicht. Ja, war schon immer ein Faker, sorry, aber auch das Ganze mit Addison und so, ich kaufe ihn das einfach nicht ab, das ist nicht real, das ist einfach so eine Fake-Welt und dann immer so nach Dubai fliegen und so und ich will Addison besuchen und so und dann diese Kevin, nein, wir haben ein Musikvideo gedreht und Addison ist ja wieder vergeben und so, ich kaufe ihn das auch zu 100% nicht ab. Naja, ja. Weil damals war es nur eine sehr starke Vermutung mit euren Kommentaren, dass sie gebottet sind, weil das einfach viel zu viel Kommentare für die View-Anzahl war. Aber ich sag mal so, heute ist es keine Vermutung mehr, sondern ich habe vielleicht den einen oder anderen Beweis. Firat, weißt du, was richtig beschissen ist? Wenn YouTube plötzlich anfängt, Bot-Accounts zu sperren, die unter anderem dafür eingesetzt wurden, unter euren Videos halt Kommentare zu sperren. In der ersten Folge meines Formates hier habe ich ja gezeigt, dass euer Song Ray Ray 309.000 Kommentare hat. Ja, jetzt hat er irgendwie nur noch 307.000 Kommentare. Oder euer Song Alle Alle. Damals 381.000 Kommentare. Ja. Jetzt irgendwie nur noch 379.000 Kommentare. Und das, obwohl, seitdem ich mein erstes Mal aufgenommen habe, noch hunderte bis tausende Kommentare unter euren Videos geschrieben worden sind. Alle. Und für alle jenen, die jetzt meinen, dass man 4K Kommentare einfach löschen könnte. Ja, könnte man. Aber warum sollten sie? Firat sagt im Statement sogar das hier. Und wir haben gesagt, spammt einfach die Kommentare voll, egal mit was kommentiert, was ihr wollt. Also sie wollen ja, dass man irgendeinen Scheiß spammt und 4000 Kommentare löscht man auch nicht ebenso. Aber das Lustigste an der ganzen Sache ist, das ist alles kein Einzelfall. Am 25.05., also 4 Tage vor Aufzeichnung dieses Videos hier, habe ich ein paar Screenshots von euren Videos gemacht, um mal zu gucken, wie sich die Kommentare verhalten. Und jedes einzelne Video, was ich von euch überprüft habe, hat Kommentare verloren. Also jedes fucking einzelne. Ich würde mal sagen, das ist eindeutig. Starke Aktion von euch auf jeden Fall. Aber jetzt mal ganz kurz an jeden von euch da draußen. Hört auf zu faken.
Ey, hab lieber ein paar Likes oder Follower weniger, anstatt zu faken. Es ist so ekelhaft anderen gegenüber, einfach seine Zahlen zu faken. Andere reißen sich den Arsch auf, um geile Videos und Songs zu produzieren. Zum Beispiel hier, Mokuba, Lando und Ruin. Über Brett, über Song, hat aber nur 7.000 Views. Oder hier Conny, hat arsch viel Kunst betrieben, aber hat nur 2.000 Views. Und guck mal jetzt genau hin, Jam und Vierer. Sie kommen nicht mal auf die Idee, sich künstlich in die Trend zu kaufen, sondern wollen es auf legalem Wege schaffen. Und weil ich den Aufwand und die Kunst dahinter so appreciate, verlinke ich auch bald... Ehrlich gesagt, verarschen sie sich ja dadurch nur selbst. Ich meine... Was bringt dir das, dass ich einmal in den Trends bin? Erhoffen sie sich dadurch noch mehr Reichweite? Das macht gar keinen Sinn. Im Endeffekt verarschen sie sich ja dadurch selbst. Und irgendwie, das glaube ich, keine Kehrtwende bringen, wenn man dann irgendwie, wenn die da drauf kommen und das wirklich immer und immer wieder so ist, kann ich mir gut vorstellen, dass die durch diese scheiß Faken auch irgendwann einfach Abonnenten verlieren. Wirklich, also, weil man sich denkt, man, warum überhaupt? Warum machen die das? Und das stelle ich mir auch die Frage. Ich meine natürlich, dass man in den Trends ist, dass das Lied mehr Views bekommt, mehr Reichweite, mehr Streams, Kohle. Klar. Trotzdem, das ist so viel Arsch. Songs in der Videobeschreibung. Das werde ich mit eurem Scheiß aber ganz sicher nicht machen. Im Gegenteil, euer Image ist ab heute für immer geschädigt. Und wisst ihr was? Werbepartner mögen es gar nicht, wenn man nicht weiß, ob die Likes, Views, Follower oder auch Kommentare echt sind oder nicht. Das wird ab heute bei euch für immer in Frage gestellt werden. Das wird in Zukunft bei jedem in Frage gestellt werden, der seine Likes, Follows oder whatever durch Botting manipuliert. Weil wisst ihr was? In der deutschen YouTube-Szene werde ich euch alle hops nehmen. Du hast dir mal Likes oder Kommentare gekauft? Dann rate ich dir, das Bild oder Video oder whatever besser schnell zu löschen. Weil ich habe euch am vorletzten Video gefragt, ob ihr mal Bock hättet, so hinter die Kulissen von Social Media zu gucken. Und ihr hättet richtig Bock. Und ich habe Bock, das Ding so richtig groß zu machen. Also 4K Netflix Doku in your face shit, wo nochmal ordentlich was aufgedeckt wird. Weil ich finde, YouTube bzw. Social Media steht für viel Transparenz und vor allem für kein dummes Fake Shit. Deswegen wird da nochmal ordentlich aufgeräumt. Abonniert hier gerne rein, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Das Ding wird nochmal richtig spannend. Leon hat uns alle hops genommen. Also ganz kurz nochmal die Story für die drei Leute, die es nicht mitbekommen haben. Leon wurde auch angefragt, für Hydra Werbung zu machen. Aber er hat herausgefunden, dass die ganze Kampagne hinter Hydra fake ist, weil er scheinbar der Einzige war, der mal die Inhaltsstoffe durchgegangen ist. Da stand sowas drin wie Uran und Asbest. Aber anstatt zu sagen, nee, dann bin ich da raus, dachte er sich... Und ich dachte mir, da will mich jemand für Apple. Mein Gedanke war direkt, da spiele ich doch mit. Pranks, da bin ich dabei. Auf jeden Fall hat er dann auch die Werbung gemacht, die Marvin wollte. Die ist so durchsichtig, dass die Krebs von Skincare... Also mehr oder weniger. Hat halt wirklich alles so aussehen lassen, als er dann drauf reingefallen wäre. Aber genau das war Leons Plan. Er hat sich, by the way, nicht Gleitgel ins Gesicht schmiert, sondern eine Creme von Bruno Banani. Dazu wollte Leon aber nicht nur Marvin pranken, sondern auch den lieben Unge. Und so hat er es gemacht. Jemand aus Leons Team hat dann auch mit Marvin telefoniert und so getan, als wenn das Geld von Marvin nicht angekommen wäre und hat daraufhin Marvin mit seiner Großfamilie bedroht. Langsam nicht mehr verarschen. Und wenn nicht, holen wir uns das Geld selber, weil das funktioniert so nicht. Ich glaube... Wie gesagt. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Das Ganze war halt scheinbar, um Unge zu triggern, aber Unge, der Reaction-Kaiser von Madeira, hat nicht so reagiert, wie der liebe Leon wollte. Und deswegen musste Leon noch ein bisschen nachliefern. Dementsprechend hat Leon noch ein Fake-Statement hochgeladen, in dem er unter anderem auch den Namen der Großfamilie liegt. Klärt das selber mit der Familie Elegnu. Darauf ging Unge in seiner Reaction verständlicherweise richtig, richtig ham. Oh, er hat den Namen geleakt, das ist einfach Abu Chaka auf Wish bestellt. Geht man nicht mit Menschen um, Leon. So geht man nicht mit Menschen um. Digga, dein Management hat einfach Marvin bedroht. Pass mal auf. Dass du, Leon, weißt du, ich hab nichts persönlich gegen dich, aber jetzt muss ich mal einmal kurz Klartext sprechen, Leon. Ich sag dir was, wenn du ein Statement machst, dann sag ein Statement, dass du dich distanzierst von so einer kriminellen Scheiße. Aber genau das war Leons Plan hinter der ganzen Geschichte. Weil laut Leons Aussage gibt es keine Großfamilie hinter ihm. Und der Name El Egnu, also der Name von Leons angeblicher Großfamilie, bedeutet ja, ja, einfach Le Unge. E-G-N-U. Egnu. U-N-G-E. Chapeau, Leon, chapeau. Dazu war in Leons Statement noch hab's genau zu sehen. Und wenn man alle Zahlen von dem Zettel buchstabiert, bedeutet es, Marvin, du Pisser, das ist erst der Anfang. Stark! Das Ende des Pranks war dann, dass Leon noch ins Studio von Marvin und Aaron gefahren ist, um den beiden den Inhalt von Heido Hype Gleitgel ins Gesicht zu schmieren. Chapeau, Leon, das war eine richtig geile Nummer, aber ich habe noch eine ganz kleine Frage an dich. Leon, nach deinem Video gab es einen fetten Reaction Train auf dein Video.
Und die Durchschnittsmeinung aller Zuschauer und Streamer war eigentlich, dass sie das richtig, richtig nice fanden, die ganze Aktion. Also ein nicht gefakter Prank, der wirklich mal jemanden hops nimmt. Fühlt sich das nicht nice an und hätte sich Bock, dieses Feeling oder zumindest ein ähnliches, nach jedem deiner Upload zu haben? Also Songs mal ausgenommen, weil da muss man fairerweise sagen, dass es zu 100% Geschmackssache ist. Ich fände es auf jeden Fall stark, wenn du dich da in eine nice Richtung entwickeln würdest. Falls da was von Leons Seite kommt, halte ich euch hier auf dem Kanal auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wer sich aber nicht weiterentwickelt hat und es wahrscheinlich auch niemals tut, ist der liebe Jota. Der Junge hat nach meinem Video ja sein großes, großes Statement angekündigt. Jetzt kommt er. War wieder so unfassbar wack, weil er hat erstmal im Vorfeld gesagt, man müsse bei ihm reinfolgen, damit man das Statement sehen könnte. Und im selben Atemzug hat er sich noch 17.000 Follower gebottet. By the way, er hat sich die Follower davor gebottet, also nicht, dass er denkt, durch seine Ankündigung, man müsste folgen. Einfach mal 17k auf den Neck. Hätte er 17.000 Follower bekommen, hat er nicht. Die kam schon vorher durch Botting halt. Aber ein paar von euch haben wirklich reingefolgt. Unter anderem Tommy Schmidt. Du bist so ein Idiot, was ich einfach nur erwähne, Idiot, da wirklich. Weil ich Tommy Schmidt cool finde. Und weil ich es spannend finde, was für Dimensionen dieses Video geschlagen hat. Und es wirklich auch in die Podcast-Slash-Fernseh-Scene irgendwie reingerutscht ist. Ach ja, und Grüße gehen raus an dich, Tommy. Auf jeden Fall kam dann Jottas großes Statement. Und das Einzige, was er dort gemacht hat, war Werbung für seinen OnlyFans-Account. Also wirklich, mehr kam nicht. Auf meinem zweiten Kanal habe ich noch auf ein Statement von ihm reagiert. OnlyFans. Da habe ich gesehen, Direction. Wirklich, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ach ja, und im selben Atemzug hat Jota sein Kingmaker 2-Programm angekündigt. Perfekt. Ich glaube, die Kritik wird auf jeden Fall verstanden. Kommen wir jetzt aber mal wieder zu Top 3 Clips der Woche. Es haben nämlich wieder insane Clips abgestimmt zwischen diesen drei Clips. Clip Nummer 1. Just sag mir nichts für den Witz, man. Ghost, see you ruin John Wick for me. I'm just going to watch Bambi now. I've never seen it before. You've never seen Bambi before? It's a classic, man. Spoiler. Clip Nummer 2. I hate when a guy's like, can I use the other hole? Like, no. I'm not looking to get pregnant. Clip Nummer 3. Ich bin unüberhörbar, unbelehrbar und unverschämt gut aussehend. Der Clip der Woche ist der hier. Oh. You've never seen Bambi before? Oh. Classic, man. Das ist das Bambi. Das haben wir fast gedacht. Und just in diesem Moment, wo das Video online geht, können wir zwischen diesen drei Clips hier abstimmen. Aber wie jede Woche, die Abstimmung ist nur in den ersten 24 Stunden nach Upload des Videos verfügbar. Deswegen, zack. Das Kleinste. Ey, aber ansonsten nochmal fettes Dank an jeden, der hier einen Sub reingebuttert hat. Ganz for real, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass wir so schnell die 200k erreichen. Wirklich, Kuss geht raus an jeden von euch. Wirklich vielen lieben Dank für jeden, der gesubbt hat und ihr dürft auch gerne wieder subben, wenn ihr sowas hier nicht verpassen wollt pro Woche. Ansonsten lasst doch gerne ein Like da oder schreibt einen Kommentar und die Ende. Passt. Mit der Werbung, die lassen wir weg. Ziemlich cooles Video auf jeden Fall. Und ja, Jota, einfach so ein Idiot. Lost. Einfach nur Lost. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Schreibt es unbedingt gerne mal rein. Also der Prank war schon nicht so schlecht, ne Eltern. Die war schon ziemlich cool und einfach mal ungehops genommen und auch alle anderen, also mega cool. Schreibt unbedingt gerne eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Channel gerne. Macht gerne ein Video oben da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und tschüss.